noch euch ein paar Haul-Sachen zeigen. Ich weiß, ich habe erst vor kurzem so viel eingekauft und euch gezeigt, aber ich war wieder einkaufen und will die Sachen einfach wegräumen und euch vorher aber noch zeigen. Ja, es ist nicht so viel, würde ich jetzt behaupten. Ich war nochmal beim Marino, weil da wird ja Elisabeth Arden abverkauft und in Bad Ischl war ich noch einkaufen und in Budapest, aber in Budapest habe ich nicht so viel gekauft. Ja, und beim Action, glaube ich, war ich noch und so. Also die Sachen zeige ich euch jetzt noch. In Budapest habe ich nur ganz, ganz wenig gekauft, da war ich so stolz auf mich. Ich habe mir von Isana so eine straffende Folienmaske mitgenommen. Ja, bin gespannt, wie die ist. Dann habe ich mir noch Lippenpflege mitgenommen, weil ich bilde mir ein, ich habe den noch nie gesehen. Mit Ananas, ein Carmex. Deswegen wollte ich den unbedingt haben. Dann habe ich mir, weil den habe ich schon mal und wollte den unbedingt als Backup haben, weil es den bei uns in Österreich nicht mehr gibt. Und dort habe ich ihn noch gesehen. Von der Marke O'Keeffe's, das Lip Repair. Das ist auch mit Minz. Das ist so geil. Also das ist so mega geil. Und ich wollte unbedingt noch ein Backup haben, bevor es das halt gar nicht mehr gibt. Weil ich war ja, wie gesagt, in Budapest und ich wollte ja eigentlich wegen diese Body-Butter-Duschgele schauen und die hatten keine mehr. Und die Sana, da gab es keine, die mich jetzt vom Hocker gehauen haben, also habe ich dort auch keine mitgenommen. Ich habe nur Augenbands mitgenommen. Ich habe mir 1, 2, 3, 4 Mal die Melone mitgenommen. Endlich habe ich die, weil das waren welche, die was ich unbedingt haben wollte. Dann habe ich 3 Mal die Kokos mir mitgenommen. Ich habe ein bisschen aufteilt, weil ich habe für Arbeitskolleginnen auch die mitgenommen, weil ich habe halt kein anderes Souvenir gefunden, was denen gefallen könnte. Also habe ich halt die Augenbands jetzt mitgenommen. Und von Aloe Vera habe ich 3. Stopp, stopp, stopp. Ich habe noch eine Kokos gefunden. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht nochmal vor. Ich glaube aber nicht. So. Beim Action habe ich mir mitgenommen 3 neue Tuchmasken. Also neu, ich weiß nicht, ob sie jetzt neu sind, aber ich habe sie dort das erste Mal gesehen. Das eine heißt Beach Babe. Ich bin diesmal brav gewesen und habe wieder nur eine mitgenommen, jeweils von den Sorten. Weil die Disney, die ich mir gekauft habe, mit dem blauen Mickey Maus Kopf und mit dem roten, also ihr werdet es im Aufgebraucht-Video im nächsten sehen, die fand ich ganz furchtbar. Und deswegen werde ich beim Action ab jetzt nur noch immer jeweils ein Stück kaufen, gucken, ob es funktioniert für mich und wenn nicht, dann kaufe ich es mir einfach nicht mehr nach. Aber da hat mich die Verpackung so mega angesprochen. Da steht Beach Babe drauf mit Papaya. Dann habe ich Ticket to the Tropics mit Drachenfrucht. Die Verpackung schaut mega interessant aus. Und Squeeze the Day mit Grapefruit. So, die ist rosa. Ja, die habe ich mir noch mitgenommen. Schauen wir mal, wie die sind. In Bad Ischl beim DM habe ich mir eine Mundspülung klein mitgenommen, habe sie aber dann für Budapest zu Hause vergessen. Ich Schwachkopf. Ich stelle sie mir aber dann ins Badezimmer, weil ich habe in letzter Zeit so wieder Zahnfleischprobleme. Deswegen werde ich mir die auch gleich ins Badezimmer stellen. Noch beim DM habe ich mir von Bilou so einen Badezusatz gekauft. Reduziert sogar. Werde ich demnächst benutzen. Ich wollte ihn dort verwenden, aber ich habe mich nicht getraut, in die Badewanne zu setzen. Ich glaube, ich habe da einen kleinen Tick. Was ich mir noch gekauft habe, ist eine Handschuhmaske. Ich wollte die eigentlich auch dort im Bad Ischl machen, habe aber dann vergessen. Also das heißt, ich muss sie jetzt dann benutzen. Beim Marionneau war ich auch wieder. Und ich sehe jetzt erst gerade, was für Proben die mir reingegeben haben. So. Ich habe mir 2 Bodylotions noch von Elisabeth Arden gekauft. Einmal die Ginger Lily. Obwohl ich ja den Duft nicht so mochte, mag ich die Bodylotions so gern von Arden. Und das ist die Ginger Lily, wie gesagt, um 16 Euro war die. Und die hätte vorher 28,99 € gekostet. Haramitos. Ich habe mir dann noch eine andere noch mitgenommen, die auch um 16 Euro war reduziert. Wieder diese hier, was ihr in meinem Favoritenvideo gesehen habt. Ich versuche die jetzt so gut es geht zu bunkern. Ich glaube, das ist jetzt meine 2. oder so. Ich liebe die. Es geht nichts über die Green Tea Peer Blossom. Über die geht gar nichts, glaube ich. Bin ja gespannt, wie ich die anderen finde, aber die liebe ich überhaupt. Wegen diese Kügelchen, die dann aufplatzen. Ich liebe die einfach. So, jetzt habe ich eine Probe verschmissen. Verdammt. Beim Marino kriege ich immer so viele Proben. Ich habe
zweimal die Augencreme bekommen von Clarins. Finde ich nicht schlecht, werde ich mir ins Badezimmer legen. Zwei Duftproben habe ich sogar gekriegt. Einmal das Kenzuli Absolut. Ich glaube, das ist der neue. Und der riecht nicht schlecht. Ich habe den nämlich bei uns bei Müller probiert und der riecht wirklich nicht schlecht. Auf den bin ich gespannt, wie er mir riecht. Und, oh, von Paco Rabanne. Den Olympia Solar habe ich auch bekommen. Auch interessant. Ich muss nur wieder ein paar Duftproben und so verbrauchen, weil jetzt wird es langsam echt kritisch. Ich habe noch zwei Gesichtspflegeproben von Clarins bekommen. Auch interessant. Von der MySkin-Linie. Diese Reboost Gesichtspflege. Ich bin echt gespannt, wie die ist. Ich werde die mal probieren. Und dann sage ich euch Bescheid, wie ich sie finde. Beim Biber war ich auch. Ich habe mir ein kleines Deo beim Biber gekauft. Das werde ich wahrscheinlich in deine Handtasche stopfen. Weil jedes Mal habe ich das Gefühl, wenn es so heiß ist, dass die Wirkung irgendwie nachlässt. Das lasse ich mal da heraus, bevor ich vergesse. Dann habe ich mir beim Biber drei Zahncremen gekauft. Ich sollte echt aufhören. Berry Blast von dieser Dental Delight Serie. Beim Müller gibt es sie, glaube ich, gar nicht mehr und die haben noch urviele Sorten um 2 Euro reduziert. Und da habe ich mir nochmal diese Polar Punch gekauft, weil ich die so gut fand. Ich habe die nämlich gerade aktuell in Verwendung. Ich bin ein Augenmasken-Junkie. Ich habe mir ganz, ganz viele von Balea gekauft. Ganz, ganz viele. Da habt ihr zweimal die hier. Ich muss echt aufhören, mir Augenpads und so zu kaufen, weil ich habe jetzt echt en masse zu Hause. Ich habe mir dann auch die Körperbutter mit Bio-Macadamia und Karité-Butter von Alverde gekauft, in kleiner mal. Ich weiß noch nicht, wann ich sie verwende, aber ich will die bald benutzen. Oh, der riecht noch genauso wie früher. Ich meine, sie passt jetzt natürlich nicht in die Jahreszeit, aber ich will die, jetzt wo ich sie überhaupt aufgemacht habe, will ich sie jetzt bald verwenden, um zu wissen, ob sie mir noch gefällt oder eben nicht mehr. So. Ich zeige euch die anderen Sachen zuerst, bevor ich euch da die en masse Augenpads zeige. Ich habe endlich diese Fußmaske gefunden, die jeder YouTuber in die Kamera hält und ich habe sie bis jetzt noch nie gefunden. Und jetzt habe ich sie endlich entdeckt, weil ihr wisst ja, Zitronenbuttermilch ist mein Lieblingsduft und ich bin echt gespannt, wie die ist. Ich habe sie mir gleich zweimal mitgenommen, ich danke ihr, aber ja, noch einmal von diesem Blumen-Augenpads von Balea habe ich welche. Dann habe ich Fußmasken mir urviele gekauft. Ich weiß nicht, was ich für ein Dick hatte an dem Tag, wie ich einkaufen war. Da ist ein Fußpeeling und eine Fußmaske drinnen. Werde ich mir ins Badezimmer geben, vielleicht kann ich die noch verbrauchen. Und da ist auch ein Fußpeeling und eine Fußcreme drinnen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Das habe ich mir gekauft, weil die Ramis jedes Mal das in ein aufgebrauchtes Video herzeigt und auch in ihren DM holt. Das ist das Balea Sugar Scrub. Klärendes Peeling mit Orangenschalen. Das wollte ich unbedingt probieren, weil sie schwärmt so davon und ich will unbedingt wissen, wie das ist. So, noch ein paar Augenpads. Das ist so gestört. Ich bin echt schockiert über mich selber. So, ich habe mir, glaube ich, von jedem 4 gekauft. Da habt ihr noch einmal die mit den Blumen. Da habt ihr 4-mal mit diesem Kaktus drauf. Wie heißt denn die? Mit Hyaluron und Kaktuswasser. Das ist die. Ich finde die Verpackungen von Balea so mega schön. Und 4-mal die mit Drachenfrucht. Also könntest du die Verpackung gar nicht sehen, aber ich finde die schön vom Design her. Und jetzt habe ich fast überhaupt keinen Platz mehr, glaube ich. Super. Es ist ziemlich viel noch. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe nicht so viel. Das ist noch ein Überbleibsel von Budapest. Das habe ich mir beim Müller dort gekauft. Die Marke geht leider komplett aus dem Sortiment raus. Was mich mega angepisst hat, wie ich das gesehen habe. Das ist ein Warming Body Scrub, das werde ich im Winter erst verwenden. Sieht so aus. Es riecht mega geil, es gab auch das da dort. Es riecht so genial nach Schokolade. Es heißt auch, glaube ich, Hot Chocolate, genau. Ja. Ich finde das blöd, dass es dort nicht mehr gibt, aber ich habe nur eins mitgenommen, weil die restlichen haben irgendwie vom Duft nicht gefallen. Und die Banane Body Lotion gab es zwar noch dort, aber ich habe sie eh noch komplett zu Hause. Für was soll ich sie mir dann noch einmal kaufen? Ein paar Masken. Ich habe einmal die Balea Cocos Pitaya noch einmal gekauft. Ich habe irgendwie Alzheimer, weil die habe ich ja eh noch als Backup. Dann bei Müller habe ich mir diese Hyaluron Hydrogel Augenpads gekauft von Schebens. Die gehen ja leider aus dem Sortiment bei uns raus, deswegen verstehe ich nicht, warum ich sie mir gleich gekauft habe, weil ich könnte sie ja eh nicht mehr nachkaufen.
Von Stitch gibt es 2 Tuchmasken beim Action. Mir hat auch eine Abonnentin geschrieben, dass es die gibt. Die hat mir ein Foto geschickt, ich glaube auf Instagram. Da hatte ich sie sogar schon, habe sie nur noch nicht in einem Video herzeigt. Also das gefällt mir sowieso so gut, was in der Banane ist. Ihr wisst ja, ich liebe Banane und ich hoffe, dass die auch nach Banane riecht. Habe sie mir aber jeweils immer nur einmal genommen, weil ich bei diesem Disney nicht so begeistert war vom Duft. Das soll nach Wassermelone, also nach Pfirsich die eine und das andere Wassermelone. Da ist das Ditch drauf. Also ich bin gespannt, wie die ist. Augenpads habe ich mir auch nochmal gekauft, weil die Kollegin von denen so geschwärmt hat und ich wollte die unbedingt ausprobieren. Die Verpackung ist nur riesengroß davon, oder? Ja, also sie hat von denen geschwärmt und ich bin echt gespannt, wie die sind. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Hört sie dann in einem Aufgebraucht-Video von mir. Dann habe ich noch 3 Tuchmasken gekauft. Ich verstecke mich eh schon. Aber die hat die Ramis auch in ihrem Video herzeigt. Und ich habe die nie gefunden und da waren sie dann bei dem Action. Und ich habe mir gedacht, Scheiben drauf, ich kaufe mir die jetzt einfach mal zum Probieren. Ich bin eh so brav mit Masken aufbrauchen. Ich habe mir einmal die The Mask Doctor, heißt die Marke, von Action. Die Niacinamid habe ich mir gekauft. Dann die Kollagen und die andere ist die Retinol. Und ich glaube, die Retinol ist ihre Lieblings, wenn ich mich nicht irre. So, einen Badezusatz habe ich mir auch gekauft von Naturkosmetik. Von, wie heißen die? Die haben so einen lustigen Namen. Dreckspatz, glaube ich, oder? Eigentlich schon, aber das Dreckspatz ist durchgestrichen. Aber ich finde die sowas von süß. Und da habe ich mir ein Bar gekauft. Ich weiß gar nicht, warum ich mir da so viele gekauft habe. Vielleicht waren die reduziert. Die habe ich euch auch vergessen zu zeigen, weil die habe ich schon länger gehabt. Also schon, ist schon ein bisschen her, wo ich die gekauft habe. Dann habe ich mir schon wieder Pinsel gekauft, weil die waren reduziert. Und Pinsel kann man ja nie genug haben. Das heißt, ich kann die gleich auspacken und in meine Pinsel-Ding reinschlichten. Freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, weil ich liebe Pinsel. Und ich finde Pinsel gehen immer. Wie man hier auch merkt. Die beiden habe ich mir auch gekauft, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das war aus einer Catrice Limited Edition. Ich finde den Pinsel schön, aber ich habe schon oft gehört, dass den viele nicht schön finden. Aber ich fand den eigentlich hübsch, also habe ich mir ihn 2-mal mitgenommen. Dann die Beauty-Schwämme von Real Techniques. Ich benutze eigentlich nur noch die Real Techniques, weil ich die am liebsten mag, ehrlich gesagt. Die mag ich am allerliebsten. So, ein paar Proben habe ich da drinnen. Weil ich war ja nochmal beim bei Marionot. Ich lege kurz die Proben da auf die Seite. Ich war 2-mal bei einem Marionot, bei 2 verschiedenen, und habe mir dann noch die Essenz im Sale gekauft. Die habe ich ja eigentlich einmal noch zu Hause, aber ich wollte mir ein Backup sichern davon. Die sieht so aus. Das ist die ganz große Größe. Ich habe nämlich nur so eine kleine daheim und das ist die große. Ich sollte jetzt auch, wo es jetzt, ich meine, kühler wird es ja ehrlich gesagt nicht, aber ich sollte jetzt bald mal eine Essenz anfangen, weil jetzt habe ich so viele. Noch beim Marionot habe ich mir die White Tea Body Lotion Mandarine Blossom gekauft. Die klassische habe ich mir jetzt nicht gekauft, die habe ich nur für eine Arbeitskollegin mitgenommen, weil ich habe die ja noch zu Hause. Also habe ich mir nur diese 2 Sondersorten da mitgenommen und halt noch eine von der hier. Also jetzt habe ich 3 Backups, glaube ich, von der mit Birne, Blossom, Teil, Geschichte. Ich bin echt gestört. Wo gebe ich das überall hin? So, noch einmal die, ich glaube, die habe ich mir in dem Zeitpunkt gekauft und ich habe es euch vergessen zu zeigen. Die habe ich nämlich noch in einem anderen Sacker gefunden. Ich habe aber schon eine verwendet davon. Und ich finde die ehrlich gesagt besser als die andere. Die mit dem, wie heißen die? Ich habe euch die in einem Aufgebraucht-Video gezeigt. Die finde ich nicht so gut wie die. Also die mag ich lieber. Aber ja. Nochmal bei DM habe ich mir gekauft so ein Fuß- und Beinparfüm. Ich habe nämlich fast keine Schuhdeos mehr. Die gehen bei mir alle aus. Und ich überlege, ob ich mir das für die Arbeit mitnehmen soll. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da ein Schuhdeo noch habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oder ich benutze das für da dann, für zu Hause. Aber es ist ja eigentlich kein Deo. Es ist nur so ein Bein-Fuß-Parfüm. Aber es riecht gut. Ich habe mir 2-mal da die Kapseln von Aden gekauft, die Hyaluron, weil ich die ja lieber mag als die goldenen. Und ich überlege auch, ob ich die goldenen vielleicht verschenke, weil die mag ich nicht mehr so wie die. Ja, habe ich mir 2-mal gekauft.
sagen wir lieber nichts dazu. Und ich habe noch diese große Box und ich weiß nicht, ob ich die dann umfüllen soll oder... Ja, ich weiß nicht, aber ich habe sie mir gekauft. Ich weiß, ich bin gestört. Ich war auch kurz davor, mir die Vitamin C zu kaufen, habe es aber dann doch gelassen. Einmal habe ich mir Magnetwimpern wieder mitgenommen. Die wollte ich eigentlich im Urlaub verwenden, habe sie aber zu Hause vergessen, wie ihr sehen könnt. Aber ich werde sie demnächst mal wieder, vielleicht für die Arbeit, trage ich es mal wieder auf. Ich muss nur den Eyeliner suchen, der muss da irgendwo rumkugeln in meiner Wohnung. Es gibt neue Reinigungstücher von Cadea Vera. Das sind die mit Pfingstrose, glaube ich. Pfingstrosenextrakt, Vitamin E, Aloe Vera und Gurkenextrakt. Ich finde die Verpackung mega schön. Ich verwende auch gerade eine Packung davon und ich mag die. Also da traue ich den Hanf nicht mehr so hinterher. Die Hanf werde ich jetzt für einen Schminktisch aufbrauchen und die werde ich fürs Gesicht verwenden, weil die ja doch großen Unterschied gemacht haben beim Preis her. Weil die restlichen Hanf habe ich noch für 60 Cent gekriegt. Also werde ich die für einen Schminktisch verwenden, die Hanf, und die anderen so für... Ich meine, ich schmink mich eigentlich gar nicht mehr mit den Tüchern ab, sondern ich wasche mein Gesicht mit diesem Biotherm-Balm, was ihr sicher in dem aufgebrauchten Video schon gesehen habt. Mit dem schminke ich mich ab. Dann fahre ich meistens mit noch so einem Abschminktuch über mein Gesicht. Und dann wasche ich mir aber nochmal das Gesicht und fahre dann mit was anderem noch drüber. Also, ja. Was soll's, ne? Ich habe mir... Duschgel gekauft. Ups. Ich muss aber zugeben, ich habe das zweimal gehabt und ich habe eins davon schon aufgebraucht und ich mag den Duft so gerne davon. Und jetzt weigere ich mich, das zweite davon zu benutzen, weil es das nicht mehr gibt. Ich habe es in keinem Müller mehr gefunden. Ich habe schon in verschiedenen Müller geschaut und ich finde es einfach nicht mehr. Das riecht so gut. Es riecht nach Mandarine und Vanille und extrem süß und es erinnert mich an meine Kindheit und ich finde die Verpackung so mega süß. Aber das gibt es leider nicht mehr. Vielleicht schaue ich jetzt noch, ob ich das noch irgendwo kriege, weil ich hätte davon schon noch gern ein, zwei Stück oder so, aber sollte ich vielleicht nicht, weil ich hier keinen Platz mehr habe für Duschgel. Aber ich hätte das schon noch gerne. Echt noch gern. Aber mal schauen, vielleicht hebe ich mir das einfach fürs nächste Jahr auf. Ich habe mir einen Duft gekauft. Ich sage jetzt am besten gar nichts. Der war reduziert um 90 Euro. Der hätte vorher 112 gekostet. Und das ist ein Tiffany-Duft, den ich unbedingt haben wollte. Der Sheer ist das. Ich kann ihn euch mal aufmachen und zeigen. So schaut die Verpackung aus. Und ich wollte den unbedingt haben, weil der Sheer war einer meiner Lieblinge eigentlich. Man riecht jetzt natürlich nichts, weil er noch unbenutzt ist. Aber ich finde die Verpackung auch so mega schön. Richtig fancy, ne? Ja. Beim Müller habe ich mir noch einen Duschschaum mitgenommen und ich habe davon noch die goldene Variante. Die goldene Variante ist, glaube ich, mit Macadamia und Honig und die finde ich ganz furchtbar. Ich habe sie fast leer. Da riecht die Variante riecht ein bisschen besser. Aber wie gesagt, das sage ich euch dann wahrscheinlich im aufgebrauchten Video, wie ich das finde. Es gibt nämlich vier verschiedene. Es gibt eine rosane Variante, das ist halt die Pfingstrose und Vanille. Dann gibt es noch die goldene, das ist die Macadamia und Honig und die anderen beiden weiß ich nicht, ich weiß nur die Farben. Dann gibt es noch einen grünen Duschschaum und einen lilanen Duschschaum. Und ja, also der goldene gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn das Ding leer ist. Ja, dann werde ich auf jeden Fall diesen sommerlichen von Lavoson noch verwenden, weil der gehört ja auch verbraucht. Und dann werde ich mir erst den in die Badewanne stellen. Ich habe nämlich keine Duschschäume mehr, was mich wundert, was mich wirklich wundert. Ich muss jetzt aufpassen wegen dem Tattoo und darf da ja noch nicht mit irgendwas Seifenhaltigen rübergehen. Aber ich habe keine Duschschäume mehr und ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich da wenigstens schon minimiert habe und jetzt wirklich nur noch einen kaufe, wenn ich keine mehr habe. Jetzt kaufe ich mir keine mehr, weil jetzt muss ich noch den sommerlichen von Lavoson verwenden, den goldenen habe ich auch noch, dann habe ich den noch und dann kaufe ich mir eine Weile keinen, glaube ich, mehr, weil dann müsste ich mal erst den einen von Rituals vielleicht auch noch aufbrauchen, den Sakura, den ich noch zu Hause habe. Sollte ich ja dann auch leeren. Apropos Rituals, ich war dann auch beim Rituals, weil ich ein Geburtstagsgeschenk gebraucht habe und habe mir aber das Cooling Shower Gel noch gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt dann noch verwende, weil... Der Sommer neigt sich ja fast dem Ende zu, obwohl es trotzdem noch heiß ist draußen. Und ich habe das After Sun noch in der Badewanne stehen. Das will ich jetzt auch bald leer machen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ja, aber ich bin gespannt, wie das ist, weil ich wollte das unbedingt haben. Und weil ich ja ein Geburtstagsgeschenk und das auch gekauft habe, habe ich eine Probe bekommen. Das ist Night Rescue Hand Mask, also eine Handmaske.
Ich werde es aber als Handcreme einfach benutzen. Da ist auch Lavendel auch drin. Die schaut so aus. So eine kleine Probe ist das. Bin gespannt, wie die ist. Ich habe sie noch nicht benutzt, weil ich wollte sie euch zuerst zeigen. Dann als letzte, da kann ich endlich die Verpackung wegschmeißen, weil ich habe den schon in Benutzung gehabt, den Budapest auch. Das ist von Hypoallergenic ein Lip Liner und ich finde die gar nicht schlecht. Das ist die Nummer 5. Ich kann ihn euch so jetzt wie gesagt nicht zeigen, aber ich finde den wirklich nicht schlecht, den Lip Liner. Ich mag den echt sehr gern. Der lässt sich schön auftragen. Man kann ihn zwar leider nicht spitzen, aber es gibt bei so vielen Lip Linern eine Spitze dabei, dass man da jetzt nicht so einen Stress machen müsste, aber... Der ist wirklich super. Er hält Bombe. Er passt perfekt zu meinem Killian Liquid Lipstick, den ich habe. Weil ich habe verzweifelt einen Lip Liner gesucht für den und der passt perfekt. Vielleicht schaue ich mich mal nochmal um bei den Lip Linern. So, Proben. Und jetzt kommt's, glaube ich. Ich schmeiß die alle da in das Sackerl von Piper rein, weil es sind noch relativ viele Proben, sage ich jetzt mal. So. Ich habe eine Duftprobe bekommen von einem Duft, den ich leider nicht kenne. Ich kann ihn auch gar nicht aussprechen. So schaut er aus. Das ist ein Damenduft, nehme ich jetzt mal an. Ich habe auch urviele Proben für den Stefan bekommen. Einmal von Versace, den Eros, obwohl ich ja nicht so der Fan davon bin. Den Flame haben wir auch bekommen. Ich hoffe, er verwendet es überhaupt, weil er ist ja eher so empfindlich, was Düfte betrifft. Von Hermès Dinterre haben wir bekommen. Für ihn jetzt. So, und ich glaube, das war's jetzt, ne? Den Job haben wir auch noch gekriegt. Job absolut. Ich muss ihn fragen, ob er die benutzt. Wenn nicht, gebe ich einfach alle meinen Vater, weil es reicht, wenn von mir zigtausend Proben rumliegen. Da muss nicht von ihm auch noch rumliegen. Klingt vielleicht gemein, ich weiß, aber er verwendet einfach keine Duftproben. Also ich habe bis jetzt ihn noch nie Duftproben verwenden gesehen. Und wenn er die nicht braucht und nicht mag, dann verschenke ich es halt. Meine, ich habe wieder den Toy 2, den Bubblegum, bekommen und ich freue mich schon, wenn ich den wieder benutzen kann. Ich liebe ja den Duft. Ich habe ihn ja auch im Original zu Hause. Von Aden habe ich ganz viele Proben bekommen, weil die ja beim Marionneau rausgehen, hat sie mir urviele mitgegeben. Ich habe die Augenkapseln wieder gekriegt. Ich werde die vergleichen mit denen, die ich von Tiki Max damals gekauft habe. Und bin gespannt, ob die wirklich gleich sind. Ich habe das Gefühl, die sind anders. Ich habe schon bei der Schulung nämlich gemerkt von Aden, dass die sich anders anfühlen. Ich habe dann noch eine Packung bekommen. Vielleicht werde ich die mir auch jetzt ins Badezimmer geben, damit ich die bald verwenden kann. So, Reinigungsbalsam habe ich von Elemis. Ich glaube, das ist eigentlich eine teure Marke, oder? Ich bilde mir ein, urviele YouTuber haben über die Marke geredet. Habe ich zwei Reinigungen bekommen. Dann Abend, jetzt habe ich es nicht rausgekriegt, dreimal die Retinol-Augencreme, auf die bin ich auch sehr gespannt. Und zwei Duftproben noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist zu wenig, aber ich gebe mal die anderen Proben auch da rein. Okay, das ist nicht mehr wenig. Noch zwei Duftproben. Einmal von Tosadi habe ich eine Duftprobe bekommen. Da habe ich auch irgendwo noch so eine kleine Größe zum Benutzen irgendwo zu Hause. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo habe ich die. Und einmal den Libre, den ich gleich wegwerfe. So, ich mag den klassischen ja nicht so leider. Ich mag eher die Intensivvariante von Libre. Den klassischen, den mag ich irgendwie nicht. Also an mir nicht. So. Ja. Das war's. Es war wieder ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht böse, ich weiß. Aber demnächst werde ich zwei Sachen bei Müller zurückgeben, weil die mir nicht so zusagen. Ich hoffe, das ist auch okay, dass ich die dann zurückbringe. Aber die sagen mir nicht so zu, die zwei Sachen. Also es ist auf jeden Fall dieser Spray mit Melone. Das habe ich nämlich von meinem Urlaub nicht mehr geschafft, den zurückzubringen. Und einen Deo-Stick, weil das ist nichts für mich. Das hält mich nicht frisch, wo ich jetzt mir denke, das ist ein Deo, was ich unbedingt brauche. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich weiß, es ist schon wieder ein Haul, aber ich versuche jetzt wirklich nichts mehr zu kaufen. Ich weiß, das sage ich so oft, aber ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen, weil wenn alles gut geht, ich traue mich sehr nicht im Video sagen, weil ich genau weiß, dass dann nichts draus wird, wegen wohnungstechnisch. Tut sich vielleicht was. Und ich will dann nicht zu viel wieder kaufen, weil ich mache mir jetzt schon langsam echt Sorgen, wie ich das denn in einer anderen Wohnung unterbringen will. Aber okay. Mal schauen. Aber vielleicht kaufe ich mal wieder so einen Kasten wie jetzt, weil ich habe alles im Vorzimmer in meinem Kasten drinnen. Und vielleicht würde ich das jetzt auch so machen.
in der neuen Wohnung dann. Mal schauen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir einen Kommentar, was ihr euch Außernatürliches gekauft habt. Also, ich habe viel Elisabeth Arden gekauft. Sehr, sehr viel. Und zu viele Augenpads. Aber ich habe irgendwie so eine Phase. Ich will mir am liebsten wieder gleich welche draufklatschen, weil ich so eine richtige Phase habe am Augenpads aufbrauchen. Ganz furchtbar mit mir. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!